Solch ein Start gehört für das Unternehmen SpaceX inzwischen zum Alltag. Alle paar Wochen katapultiert eine Falcon 9-Rakete einen neuen Schwung an Starlink-Satelliten in den Weltraum, um so schnelles Internet aus dem All auch in entlegene Weltregionen zu bringen. Für Holger Krag, der bei der ESA die Abteilung Weltraumsicherheit verantwortet, ist der Satellitenboom vor allem eins, ein unverzichtbarer Technologiesprung. Wir bekommen quasi das Internet in jeden Winkel der Erde und natürlich auch für mobile Geräte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auf keinen Fall wegdenken wollen. Ich glaube, das hat viele Vorteile und jeder, der auf seinen Glasfaseranschluss wartet, der versteht, was damit gemeint ist. Ich glaube, das ist ein Meilenstein, den wir unbedingt als Menschheit nicht verpassen wollen. Das Problem allerdings, der Orbit wird immer voller. Der Satellitenboom wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Zuletzt kreisten mehr als 4.800 Satelliten um die Erde. Laut Prognose der Analysefirma Euroconsult werden in Zukunft rund 1.700 Satelliten pro Jahr neu hinzukommen. 2030 wären dann schon mehr als 20.000 Satelliten im Weltall. Neben SpaceX betreibt das britisch-amerikanische Unternehmen OneWeb ebenfalls ein Satellitennetzwerk. Das plant auch der chinesische Autobauer Geely. Genauso will Amazon mit 10 Milliarden Dollar ins Satellitengeschäft einsteigen. Die Gefahr von Kollisionen steigt dadurch. Bei der ESA in Darmstadt kommen schon jetzt täglich Warnmeldungen rein. Einen Standard für Ausweichmanöver gibt es nicht. Wenn man sich anguckt, wie das in der Praxis funktioniert, das sind Telefonate, das sind E-Mails, die verschickt werden. Das ist natürlich überhaupt nicht kompatibel mit der Art und Weise, wie wir die Raumfahrt betreiben wollen. Vor allen Dingen nicht, wenn mehrere Dutzend solcher Warnungen pro Tag eintreffen. Das heißt, das muss auch irgendwie organisiert werden, es muss automatisiert werden. Nicht nur, dass zwei Satelliten zusammenstoßen, ist eine reale Gefahr. Ein noch größeres Problem sind die Folgen. Der Schrott aus großen und kleinen Teilen. Schon jetzt ist der Weltraum eine gigantische Müllhalde. Seit dem Jahr 1957 hat es gut 6.200 Raketenstarts gegeben. Seitdem kreisen mehr als 130 Millionen Teile durch den Orbit, oft nur ein paar Millimeter groß. Das entspricht einer Menge von mehr als 9.900 Tonnen. Bei Geschwindigkeiten von 28.000 Stundenkilometern und mehr kann ein winziges Schrottteil schon großen Schaden anrichten. Die ESA feilt an Lösungen. Ausgediente Satelliten könnten mit einem Fangnetz eingeholt werden. Oder ein großer Greifarm sammelt den Müll im Orbit ein. Oder ein Sonnensegel bringt den Satelliten auf eine niedrigere Umlaufbahn, wo er dann verglüht. Ein anderes Konzept verfolgt das Darmstädter Start-up Vioma, das Stefan Frey leitet. Er will ein automatisches Anti-Kollisionssystem entwickeln. Man kann das vergleichen mit der Flugsicherung zum Beispiel heute. Flugzeuge, die umherfliegen, die müssen ja auch irgendwie überwacht werden, dass die nicht ineinander reinfliegen. Wir machen dasselbe, aber auf einer Ebene höher. Also wir machen sozusagen die Flugsicherung im Weltraum selber für die Satelliten, die heute schon da sind und dann zukünftig auch. Die Überwachung soll mit eigenen Satelliten gelingen, die den Orbit permanent scannen und die Flugbahnen all der anderen Satelliten und Schrottteile berechnen. Ende 2023 will Vioma mit dem Aufbau des Systems beginnen. Wir würden gerne auch Teleskope in den Umlauf bringen, um dann weltraumgestützte Aufnahmen zu machen auch. Wir gehen davon aus, dass wir mit zwei Satelliten selber, zwei Teleskopen da oben bereits schon die größeren Objekte abdecken können. Um dann aber auf die kleineren zu gehen, brauchen wir insgesamt 12 Satelliten. Ein System, um Kollisionen wie diese zu verhindern. Wird das Realität, müssen Staaten und Satellitenbetreiber daran aber nicht zwangsläufig teilnehmen. Denn das Weltall gilt eher als wilder Westen, denn als streng regulierter Raum. 1967 hatten sich die Vereinten Nationen erstmals auf einen Weltraumvertrag geeinigt, der sieht zum Beispiel ein Verbot von Massenvernichtungswaffen im Orbit vor und die Teilhabe am Weltraum für alle. Keine Nation, die im Weltall oder auf dem Mond aktiv ist, darf eigene Ansprüche auf den Mond oder andere Himmelskörper erheben. Dieses Gebiet gehört der gesamten Menschheit. Seit dieser Zeit hat sich die Raumfahrt extrem gewandelt. Die Gesetze allerdings wurden kaum angepasst.
Ein Umstand, den Stefan Hobel von der Universität Köln seit langem beklagt. Der Jurist fordert, den Weltraumvertrag endlich zu überarbeiten, eine Art Verkehrsordnung festzuschreiben, unter anderem für Satelliten. Doch international sei das bisher nicht gelungen. Wenn immer Sie Recht schaffen wollen, brauchen Sie den Konsens der Akteure, sonst gibt es kein Recht. Und wenn Ihnen eine größere Anzahl der wichtigen Akteure sagt, naja, müssen wir da unbedingt Recht schaffen, eher nicht, dann haben Sie ein riesiges Problem. China, Russland, die Vereinigten Staaten haben ein manifestes Interesse daran, möglichst wenig zu verschriftlichen, möglichst wenig bindendes Recht zu haben, weil sie dann im Prinzip machen können, was sie wollen. Der Wissenschaftler hofft, dass die Raumfahrtgemeinschaft wenigstens bei der Kollisionsvermeidung stärker als bisher zusammenarbeitet. Wer will schon, dass der eigene teure Satellit kaputt geht? Space Traffic Management ist das Gebot der Stunde, dass wir nämlich in der Zukunft verhindern können, dass es ständige Zusammenstöße mit weiterer Entwicklung von Weltraumtrümmern gibt. Darauf müssen wir hinaus und das kann unter anderem passieren, durch eine Schärfung der bisherigen Vorschriften. Bei der Müllvermeidung im All hat die ESA den Anspruch, international voranzugehen. Der Plan? Alle Partnerunternehmen künftig zu verpflichten, schon vor dem Raketenstart an die Umwelt zu denken. Ich würde eher so eine Regelung ansetzen wie beim Nationalpark. Diejenigen, die ihren Müll nach der Mission wieder mit rausnehmen, die dürfen fliegen. die das nicht tun, die sollten nachbessern und nachweisen, dass sie das auch tun, bevor sie fliegen dürfen. Manche Satellitenbetreiber geben inzwischen Selbstverpflichtungen ab. Also das Versprechen, sich nach einer Mission um die Entsorgung des Himmelskörpers zu kümmern. Auch wenn es zusätzliches Geld kostet. Irdischer Umweltschutz ist eben längst im Überirdischen angekommen.